Aha! Dachte ich mir, dass dann so etwas auch noch kommt. Jetzt der richtige Stuff Roll. Root of all evil. Natürlich! Root of all evil! Eschan. Adias, der Milchmann. Oh, schön Pickys gucken. Finde ich gut. Und das Lied läuft wieder. Und das ist voll schön, ich finde. Ja, Original Authors, jetzt von Toho generell, Team Shanghai Alice. Und ja, wird vertreten allein von Zoom. Loisen Soft, ja, ja. Mother. Hey, Mutti. Graphics. Ja, von wem stammt wohl die Grafik? Ja, das wollen wir wissen. Ja, Salaim. Yeah, Gravity Suit. Yeah. Grafik von S. S Chance Ultimate Helpers. Lol. Suama. Who is Suama? Ach, diese Künstlernamen. Die finde ich mal lustig. Yara Reimu. Yara Satori. Hä? Was sollen diese Namen, ey? Der Kopf! Oh mein Gott, der Kopf! Der Kopf, von dem Marissa so viel Schiss hat. Ah, die Wiedervereinigung von Reimu. Quatsch, von Marissa und Mima. Ah ja, die geile Bootsfahrt. Weil der Yuka draufgegangen ist, die Idis. Die Shinki ist auch dabei. Ah ja, da haben wir auch. Ah, die Rache von Cherno. Mit Letty, diesem blauen Yeti. Yeah, Snowboard fahren! Ah, und diese kleine Minigame à la Donkey Kong. Und hey. Die habe ich auch schon in den Arsch getreten, Tetchy. Ah, dieser böse Geist, der Patchouli eingenommen hat. Ach ja, und dieser Fight mit Remedia Arce à la Castlevania. Die war auch à la Sau. Das ist auch ein Fight unter aller Sau gewesen. Alles Kritik. Ja, wisst ihr, was ich meine. Ah, Nitori war ja auch dabei. Immer wieder. Siki, umgeben von Teddybärchen. Oh. Na, ah, die Unbekannte. Wie geht's? Die Schweine. Oh Gott, die modifizierte Raisin. Naja, jetzt ist sie ja zum Glück wieder normal. Oder? Der Starman. Special thanks, Centaurus. My boss for firing me. Wie gemein. Ah, der Sparky, der Hundelichtstrahl. Sahne! Hi, Sahne! Ah, dieser epische Fight zwischen Sanae und Kanako. Ah, wie Remo und Marissa zusammen gesungen haben. Das ist auch schön. Kano und Moku. Was für ein Team.
Ich salutiere wieder von dir. Dieser scheiß Robo, der dafür gesorgt hat, dass Yuka und Mima nicht mehr kämpfen können. Scheiße. Und dieser Fight mit Mima war ja auch. Ja, das Innere von Remus Kopf. Kühlschrank. Ja, wie wir durch die Festung gewandert sind, zusammen mit Sonne. Und dieses komische Biest auch noch fertig gemacht haben. Wir haben so viele fertig gemacht. Der endlos lange Gang. Porky und Tenshi. Ihr seid auch vernichtend geschlagen worden. Ha. Ja, und wie wir Robus waren und alle uns angegriffen haben. Das war nicht besonders nett, Leute. Aber naja. Ach ja, wie ich Ness getroffen habe. Das ist ja wohl das Ende, wie mir scheint. Huch? Huh? You're here again? Why? Morning. It's been a while. Well, it's all over now. So he... I see. That's what I thought. Yeah, we couldn't stop him. Sorry if he didn't try hard enough. It's fine. There was nothing you could do. Wait! What? Well, how should I say this? I want you to show me your heart. Huh? Why would you want to do that? Not like that. I want you to show me your world, the way it is inside your heart. Is that fine? It's fine, Paul. Yeah. Was ist das wohl gewesen? Aha, Ness wird jetzt rumgeführt durch Gensukyo. Das finde ich mal schön. Erstmal durch Forest of Magic wandern. Hey Marissa, wie geht's? Ness muss sich natürlich hier alles angucken. Das ist ganz interessant. Der Bambuswald. Alle müssen besucht werden. Angucken. Alle Sehenswürdigkeiten anschauen, die es in Gensukyo gibt. Aber nicht in den Baumraum. Ich hab doch gesagt, nicht in den Baumraum rein. Idis. Sonnenblumenfeld! Yuka! Mima! Wie geht's? Muenzuka, och nee. Nicht durch den Todesnebel. Nicht durch den Todesnebel. Ich sagte nicht durch den Todesnebel. Seid ihr bekloppt?
Sahne, Kanako. Bitte nicht fighten. Der Hakurei-Schrank ist wieder hergestellt. Was machst du hier, Schlampenbitch? Die bekannte Pose. Peace. Peace, Leute. Tja, das ist das Ende. Ach ja. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Aber es war es wert. Ein klasse Game. Es kam nichts zu kurz und ein schönes Game. Es war manchmal sehr emotional, manchmal total super spannend, manchmal auch ein bisschen nervig, aber ganz selten. Aber großen und ganzen, man muss das zocken. Man muss es zocken, um selbst das Ganze zu fühlen und bla. Ach ja. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz drauf, dass ich das jetzt LP't habe. Es ist einfach genial gemacht. Und das ist das Ende von einem LP von Toho Mawa. Ein schöner Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso wie es mir gefallen hat, das zu zocken. Und ja. Was kommt wohl als nächstes? Ich sag nichts. Das bleibt offen. Und damit gehe ich mit der Melodie und dem Peace-Zeichen jetzt wieder von dannen. Bis dahin, mach es gut und bis zu meinem nächsten LP. See you guys!